Hey Leute, warte hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Rocket League. Ich habe eben ein bisschen gespielt und da habe ich einen Entwurf gekriegt für einen Import-Skin. Und dann dachte ich mir, okay, der ist furchtbar. Und dieser Skin ist so furchtbar, dass ich dachte, okay, ich mache dazu jetzt ein eigenständiges Video. Und ich müsste mal in die Kommentare mal sagen, ob ich vielleicht ein kleines bisschen übertreibe. Denn ich habe diesen Entwurf hier gekriegt und der sieht so aus. Es ist kein Fehler mit diesen Linien. Der Skin sieht anscheinend einfach so aus und ich hole mir den jetzt einfach mal. Und ich würde sagen, die Mission heute ist es, 4 bis 5 Partien damit zu spielen und am Ende gucken, mag ich den Skin auf einmal oder bleibt meine Meinung gleich und ich finde ihn weiterhin furchtbar. Und dann könnte ich auch sehr gerne meinen Creator-Code BardoYT eintragen, wenn ihr ganz cool drauf seid. Ja, wobei, ich finde in so grelleren Farben, zumindest da sieht der irgendwie cooler aus und da, okay. Gut, dann werden wir diesen Wagen mal ausprobieren. Und der Skin... Das sieht falsch aus. Okay, welche Farbe kriegen wir zuerst? Wir sind zuerst gelb. Ich glaube, ich verbringe das ganze Video nur damit, diesen Wagen anzugucken. Fantastisch. Der eine macht erst Shit und sagt dann guter Pass, nach dem Ball zur Seite Claire, nachdem er den verhauen hat und die Gegner durch ein Tor machen. Ja, liebt ihr das nicht auch, wenn der eigene Teammate nach 14 Sekunden toxisch wird? Nachdem er selber übrigens auch den Ball nur eine halbe Sekunde vorher verhauen hat. Liebe. Ja, das Spiel hat ernsthaft. Das Spiel hat einfach ein Problem, was toxische Spieler angeht. Auch wieder guter Pass. Ich ramm nicht mal ins Tor, so. Aber dieser Radozack-Typ. Ich habe einen Tipp, was er machen könnte, und zwar Spiel löschen. So, aber gut. Wir dürfen uns nicht zu sehr auf ihn konzentrieren. Es geht ja auch, oh Gott, um unser eigenes Spiel. Dass wir hier vorankommen. Hier sagt er übrigens nicht gut abgewehrt. Der sagt der Gegner gut abgewehrt. Aber da hält er natürlich die Klappe, der Lappen. Guck mal, was er macht. Fantastisch. Schön. Okay, ich sag denen das direkt. Ich habe mir angewöhnt, das immer zu sagen, wenn einer passiv toxisch ist oder halt toxisch ist. Weil es ist einfach... Warum? Du hast nichts davon, deine Teammates zu beleidigen. Bitte? Ich challenge... Der ist vor mir im Ball. Er sagt, guter Schuss. Und was macht er darauf? 2 Sekunden später kriegt den Ball nicht gesaved. Das war ein guter Schuss. Also, ihr sagt jetzt bestimmt Bardo, der meinte den Gegner. Der meinte nicht den Gegner. Der hat vorher nur immer uns gedisst, wenn wir was falsch gemacht haben. Der meinte nicht den Gegner. Ich weiß, ihr liebt das, die Spieler zu verteidigen aus irgendeinem Grund, die einfach toxischen Müll schreiben. Aber nee, der hat das nicht so gemeint, wie ihr glaubt, wie er es gemeint hat. Und mit ihr meine ich übrigens natürlich nur die 2, 3 Idioten, die das nicht checken. Nicht die Leute, die das checken. Wenn ich ihr sage, ich weiß, man fühlt sich dann ja angesprochen, aber wenn ihr Teil der korrekten Zuschauer seid, meine ich natürlich nicht euch. Okay. Knapp, jap. Okay. Gut. Könnte ein Tor sein. Nope, okay. Aber das Gute ist, wenn die Teammates halt so Schrott und zeitgleich toxisch sind, dann lenkt das immer ein bisschen davon ab, was man für einen Skin hat. Geht mir jetzt zumindest so. Ich habe jetzt diese Partie nicht wirklich an den Skin gedacht. Ich habe eher an diesen Lappen gedacht, der nicht rotieren kann und die ganze Zeit nur beleidigt. Aber jetzt muss man ihn mal loben, er hat jetzt die Klappe gehalten. Bei diesem Ball jetzt. Nee, das ist der gute Pass. Das ist der gute Pass. Mace, guck dir deine Rotation an! Du gehst zum Boost! Du stehst vorm Tor, der Ball fliegt auf dich zu und du gehst zum großen Boost! Lass uns bitte aufgeben. Lass uns bitte aufgeben. Jetzt macht der eine noch, wow. Das Spiel ist einfach ein Scherbenhaufen an toxischen Müll. Perfekter Pass in die Mitte, da ist keiner. Logisch. Und natürlich liegt das zu großen Teilen natürlich auch an die ganzen neuen Spieler, die gekommen sind. Aber es sind ja auch oft Steam-Spieler, die toxisch sind. Der Pass war gut, ich weiß nicht warum. Guter Pass. Ich bin halt nicht happy damit, dass natürlich der mit den wenigsten Punkten aus meinem Team die ganze Zeit Scheiße gelabert hat. Der Skin hat mich jetzt auch nicht genervt, aber wie gesagt, ich war halt im Kopf woanders. Aber, ja gut, man kann natürlich sagen, Argus hat 2-mal gepennt, während ich einen Pass gespielt habe. Aber es ist okay, ist okay. Wir sind ja auf Champ 1 Niveau, natürlich pennt man da manchmal. Stört mich gar nicht so sehr. Und generell, spielerisch ist es mir egal, solange du halt im Chat kein Versager bist. Du kannst im Spiel ein Versager sein, aber wenn du im Chat ein Versager bist, dann bist du halt erst ein richtiger Versager für mich. Und der eine Typ war halt beides so. Der konnte nicht rotieren und der konnte auch nicht im Chat sich normal
ausdrücken. Wie ein ganz normaler Mensch. Yep. Was? Hä? Wir kriegen ein Tor geschenkt. Ha, schade. Immer noch? Ich warte immer noch auf den passenden Mittel. Ja. Oh, schade. Ich war jetzt mehr damit beschäftigt, den Speed hinzukriegen für den Ball und den zu hüten. Ich hätte ein bisschen an Präzision arbeiten sollen, ne? Den genau in die Mitte des Tores zu hauen. Nicht ideal, ne? Todesleck aus der Hölle. Ja. 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 So. Ah, schade. Ich dachte, mit der Rolle habe ich einen kleinen Überraschungsfaktor. Hatte ich aber nicht so ganz. Also, doch, einen kleinen. Einen kleinen. Aber halt keinen großen. Okay, die haben keine Regel Nummer 1. Oh, der könnte fast durchkullern. Oh, starker Block. Starker Block. Ich bin nicht so richtig stark in dieser Partie. In der Partie davor war ich tatsächlich besser. Da haben wir verloren. Jetzt in der Partie bin ich schlechter, aber wir gewinnen. Ja, stört mich nicht so. So. Oh, oh, lol. Na, schade. Ah, nee, ich wollte in die Mitte klatschen. Lass uns nicht zur Seite. So. Ich habe vielleicht gespielt, aber wir haben gewonnen. Eine Niederlage, ein Sieg. Mein Skin ist furchtbar, aber nehmen wir mit. Ich glaube übrigens inzwischen, dass ich auch ein 3 gegen 3 gut genug wäre, um nach Champion 2 zu kommen. Also im 2 gegen 2 habe ich es jetzt ja schon häufiger geschafft. Ich konnte mich da leider nie so richtig etablieren. Aber jetzt, oh Gott. Ah, Gott. Aber jetzt glaube ich auch, dass ich das im 3 gegen 3 hinkriegen könnte. Ich hätte, glaube ich, noch eine Millisekunde länger fahren können. Ja, ein bisschen. Bisschen mehr hätte ich fahren können. Not good. Nur, oh Gott, Glück gehabt. Wow. Oh Gott. Ach Gott. War nicht gut umgesetzt. Ich habe gerade dreimal Gott gesagt, weil immer war einer falsch im Weg. Und war ein bisschen aufeinander alles. Come on. Fast. Mein Lieblingstyp an Teammate nach den Toxischen ist ja der Kommandant, der anderen befehligt, wie die zu spielen haben. Immer gut. Liebt auch jeder, wenn du spielst, jemand anderen zu haben, der sagt, oh, da musst du springen. Oh, guck mal, da musst du noch was einsetzen. Liebe. Man nennt ihn auch, Kommandant ist eigentlich falsch, ist vielleicht eher so der kleine, oh, der kleine Bruder, der beim Spielen zuguckt. Aber natürlich meint alles besser zu wissen. So diese Energie ist das eher. So, guck mal da musst du noch... Ah, da, oh ja, guck mal da. Ich hätte ihn anders geschossen. So, die Energie ist das. Diese Kommandanten haben. Schießt du. Halt doch die Klappe! Wenn du der Kommandant sein willst. Meine ich jetzt nicht toxisch, das war gut, da kaputt zu machen. Jolzak. Ja, natürlich ist er auch am Beleidigen. Ich habe 4 Reingaben gemacht und natürlich war keiner da für irgendeine der Reingaben. Das war jetzt ja ein Steam-Spieler. Das war jetzt ja keiner, der neu hinzugekommen ist. Wenn du ein Steam-Spieler bist, hast du das Spiel schon gehabt, bevor es kostenlos geworden ist. Und der war halt auch einfach toxischer Müll. Aber der war keiner von diesen, wie Leute gerne spöttend sagen, Free-to-Play-Kiddies. So, ich finde das auch ein bisschen lame, ehrlich gesagt. Da immer zu sagen, ah, wenn Leute toxisch sind, dann sind das die Kinder. Nee, ich glaube, im seltensten Fall sind das halt wirklich Kinder, die toxisch sind. Ich glaube, in den häufigsten Fällen sind es halt wirklich einfach irgendwelche Verlierer, die 16, 17, 18 sind. Das sehe ich auch in den Kommentaren. So, die erbärmlichsten Kommentare schreiben die Leute, die ein bisschen älter sind. Zumindest von denen der YouTube-Kanal ein bisschen älter ist. Da muss ich mal die Anführungsstriche Kiddies in Schutz nehmen. Die sind zwar auch häufiger mal ein bisschen emotional und checken Dinge nicht, aber so diese, was das Beleidigende und wirklich Toxische angeht, da können die eigentlich noch viel lernen von so einigen 16, 17, 18-Jährigen. Shoutout, Grüße. Okay, so, Ball in die Mitte. Gut gespielt, schade. Pass in die Mitte. Pass in die Mitte? Ich weiß. Hallo, Kamera. Nein, okay, das wird das Kaktor. Ich habe nicht mit einberechnet, dass die Gegner ja auch einen Kaktor machen können. Ah, NASA ist es. Der ist jetzt wieder ein bisschen übereifrig hinterher gepusht.
erstmal gegen die Wand. Schade. Ja, schön. Gut, passt. Noch ein Buzzerbeater hingekriegt. Okay, es läuft gerade aktuell Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Wir machen jetzt, glaube ich, noch ein Spiel. Weil ich sag mal so, wir spielen so lange, bis wir verlieren. Ich gehe davon aus, dass wir es jetzt auch verlieren, aus irgendeinem Grund. Aber nee, ich habe das Gefühl, ich wäre bereit für Champion 2 im 3 gegen 3. Aber immerhin, die waren nicht toxisch. Also das war jetzt einfach nur... Also es war jetzt einfach nur bad. Aber nicht toxisch, deswegen gibt's ein, hat Spaß gemacht, ein GG. Aber nicht toxisch, das ist ein Erfolg. Aber gut. Ja. Ich habe ein Eigentor, fantastisch. Also habe ich 4 Tore insgesamt gemacht. Legende. Aber gut, finales Fazit dazu, sich ein Spiel verloren, eins gewonnen, eins verloren, eins gewonnen, eins verloren hab. Geht so. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.